ob ich irgendwie den alten Spielstand nochmal herziehen kann. Wenn der immer automatisch überspart, das wäre nervig. Wir müssten eigentlich noch einen Spielstand haben von letzten Mal. Ich würde das gerne nochmal komplett neu machen mit euch. Laden. Von wann war denn das? Hoffen wir einfach mal, dass der Spielstand der war, wo wir am Anfang oder am Ende waren. Am Anfang von dem Stream, am Ende vom letzten Stream. Das wäre toll. Dann können wir einfach so tun, als wäre nie was passiert. Das wäre doch cool. Muss mir auf jeden Fall hier eine Kamera, eine Lampe herkaufen oder irgend sowas, weil das die Belichtung ist echt nicht so gut. Die Belichtung ist echt grauenvoll. Das ist das, weil ich hier auf der Seite das Fenster habe und hier nicht. Hier habe ich hinter mir ja zugemacht. Hallo. Oh Gott sei Dank, ich bin wieder hier am Anfang. Das heißt, wir tun so, als hätten wir diese ganze üble Kacke, die jetzt gerade gelaufen ist, gar nicht gehabt. Wir sind jetzt gerade am Anfang von unserem Stream. Es ist nichts passiert. Wir haben keine Probleme gehabt. Nein. Willkommen zu meinem Stream. Das wird übrigens auch in YouTube hochgeladen. Dieser Stream hier. Alle anderen davor, die schmeiße ich alle weg. Das ist alles, kannst du in die Tonne treten. Ich hoffe, der Stream läuft. Bild und Ton sollten eigentlich gut sein. Sollten sie auch von Anfang an schon. Da war es mein Fehler, dass ich einfach das Netzwerk beendet hab's. Naja, der Patrick hat gemeint, dass es nur schwarz ist. Und dann habe ich bei mir nachgeguckt und ich habe eigentlich schon was gesehen. Und dann dachte ich mir, mach's LAN-Kabel schnell. Dann hat sich die Aufnahme natürlich beendet und dann habe ich irgendwie nur noch Stress mit der Aufnahme gehabt, weil ich dann das LAN-Kabel neu installiert habe und irgendwie hat er da nicht aufgenommen. Dann war ich währenddessen bei einem Gegner und ja, jetzt habe ich Gott sei Dank wieder den Ursprung, den wir vorher hatten. Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen Vorwissen, aber hey, ist ja nicht so schlimm. Wir werden es überstehen. Nein, ich möchte nicht im Wasser bleiben. Das ist so cool, das Boot. Ich liebe das Boot. Das ist so lustig. Volle Kanone. Jetzt sind sie wieder alle am Ende, oder? Es ist kein Ruder mehr da. Ich habe sie alle zerstört. Ich sag's ja. Also, ich sag mal das jetzt, was ich letztes Mal schon erwähnt hatte. Oder was ich im letzten Stream erwähnt hatte. Mit diesen Kommandos oder diese Combo-Attacken. Das macht das Spiel echt ziemlich leicht, finde ich. Aber es könnte noch schwerer werden. Ich habe vorher ein paar Gegner gehabt, die waren ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz, wenn man weiß, wie man sie besiegen muss, ist das kein Thema. Nicht. Bisher, also vom Schwierigkeitsgrad her, noch viel zu leicht für schwierig. Ich spiele es ja auch schwer. Und deswegen sollte man meinen, dass es eigentlich ein bisschen schwerer ist, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich finde die Viecher übrigens total cool. Das sind so richtig coole Wasserviecher. Sehen aus wie Geister, aber. Ja, das habe ich aber immer gemacht. Immer bei Kingdom Hearts. Ich spiele ja Kingdom Hearts jetzt nicht erst seit gestern. Jetzt gehe ich gleich drauf. Ah, das hat wehgetan. Im Wasser zu sein ist echt nicht so vorteilhaft. It's over.
Wo sind wir denn? Die Viecher sind echt cool, ja. Stirb. Also die sind auch, finde ich, momentan noch nicht so schwer. Und da diese Wasser... Wie nennt man die denn? Wasserbeschwörer, sage ich jetzt einfach mal, da die da waren, haben wir hier eine fette Überschwemmung gehabt. Das Gute ist, ich habe schon alles durchgeklupscht und weiß genau, wo ich noch was holen muss. Ha! Das heißt, es geht alles viel schneller. Bis vorhin. Tak, 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 tak. Halt, stopp, da waren wir. Da ist die Kiste. Da unten war nichts mehr. Wasserknöpfe. Bin ich gespannt, was ich damit anfangen kann. Und ich hoffe, also wir werden heute mal ein bisschen länger streamen, weil ich mal weiterkommen möchte. Es werden ein paar Stündlein, ein oder zwei. Da komme ich nicht hoch, da ist aber auch nichts, deswegen gehen wir hier lang. Wir holen uns erstmal die Kiste. Ein Duktilsplitter, habe ich das richtig gelesen? Da haben wir noch was, da haben wir noch was. Haben wir da hinten auch noch was? Wenn da so eine Plattform ist, ist es eigentlich immer ein Zeichen, dass ich irgendwas übersehe. Aber nö. Nö, da ist nichts mehr. Gut. Dann gehen wir den Weg hier hoch. Du kannst Twitch auf dem Laptop nicht laden. Warum nicht? Was kommt denn für eine Meldung? Schaut's mit deiner Internetverbindung aus? Ist die da oder hast du da vielleicht ein Problem? Es lädt sich zu Tode. Und schaust du jetzt gerade übers Handy oder wie? Komisch. Ich habe es nämlich auch nur über mein Handy gecheckt. Und übers Handy läuft es bei mir nämlich auch. Keine Ahnung, warum das so ist. Strange. Also alle bitte übers Handy gucken. Hätte ich vielleicht bei der Story in Insta dazu sagen sollen. Hello. Dass wir zuerst in die andere Richtung gehen müssen. Es gibt zwei unterschiedliche Wege, wie ich gehen kann. Das nervt mich schon wieder. Da war ich vorhin, da kommt der Boss. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Das finde ich irgendwie kacke. Kann mich nicht entscheiden, wo ich hin muss. Aprikosen, habt ihr das gesehen? Oha. Ja, ich weiß auch nicht, ob das zum allgemeines Laptop-Problem ist. Warum bin ich denn jetzt fast tot? Sag mal. Was hat mich denn da jetzt erwischt? Jetzt pass auf, jetzt kommt was Cooles. Das wird so cool. Das wird so cool. Ich knall die alle weg. Es ist keiner mehr da. Sind alle schon besiegt. Die Luder kommen alle nicht in meine Richtung. Ja, dann... Das sagst du. Mein Laptop ist genauso am Ende. Mhm. Ja, beschwören ist jetzt nicht so das richtige Wort dafür, aber es ist sowas in der Art. Ich habe auch schon Untertassen gehabt, aber die kommen später noch. Das war... in meinem vorherigen Stream, der nicht funktioniert hat. Das war auch ganz cool. Es ist so eine Kombo-Möglichkeit irgendwie. Wenn du eine bestimmte Art, auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie wo angreifst, ich glaube, wenn die irgend so ein grünes Ding haben oder so,
dann kommt das Schiff. Das ist so eine besondere Form. Nein. Das war beim ersten Zwischenboss so. Da wurde es einem erklärt. Ist schon ein bisschen her, deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Ich glaube nur, ist das eine Sackgasse? Bitte lass es eine Sackgasse sein, weil ich möchte es ungern. Ah, nochmal den anderen Weg entlang laufen. Ich finde das so doof, dass hier wirklich 100 Wege sind. Jetzt gehe ich unter. Das war ja klar. Ich hasse die Fliegedinger. Ah, siehst du, jetzt war es so. Lassen wir doch das Piratenschiff gleich mal seine Arbeit machen. Viel einfacher hier. Ist irgendwie schwierig hier von dieser Perspektive aus das richtig zu machen. Hier das nicht. Vorher hatte ich einen anderen Weg, da kam dann erklimme den Gipfel oder irgendwie sowas. Kalbfleisch. Vielleicht kommt man auch von beiden Wegen hoch, aber was für einen soll ich denn jetzt nehmen? Ich verstehe das nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Figuren hier sollen. Das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Da kann ich noch hintergehen, oder? Nee, doch nicht. Da ist nichts mehr. Was soll ich tun? Und jetzt geht's. Ach so. Ja, das weiß ich nicht, ob du zwei Accounts hast. Wo sind wir denn hier? Sieht schon wieder so nach. Ich glaube, so kommt man von der anderen Seite hin. Das Piratenschiff kommt echt ganz schön häufig. Es liegt aber, glaube ich, am Internet. Und nicht an dem, dass es am Laptop ist. Schauen wir mal, wo wir dahin kommen. Ach so. Okay. Das ist ja lustig. Da haben wir auch was. Warum sind diese Zeichen eigentlich überall und ich kann damit noch nichts anfangen? Das finde ich irgendwie kacke. Muss ich da drauf fliegen? Draufknallen? Keine Ahnung. Was sind wir denn hier? Ich glaube, da ist... Da bin ich ja jetzt hier. Jetzt bin ich ja ganz woanders. Das ist ja doof. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ja, ich glaube auch, dass es an einem Internet liegt. Aber da wir jetzt gerade hier sind, ich springe da jetzt einfach hin. Nein, ich bin voll vorbeigeflogen. Das war schlecht. Naja. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Ja, was ist dann? Ja, was soll denn das jetzt? Was spinnt denn das Teil jetzt so? Was geht denn ab? War doch hier oben halt. Warte mal. Von wo aus konnte ich jetzt nochmal in die andere Richtung gehen? Mir geht's gut und wie geht's dir? Mein Gott, immer falle ich hier runter. Jetzt gehen wir mal in die Richtung, da holen wir uns nämlich noch einen Zwischenboss.
So einen Mini-Mini-Boss. Okay. Da kann man nämlich unten sein. Und hier oben kann man nämlich auch gehen. Ganz viele unterschiedliche Wege. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Es 100 unterschiedliche Wege gibt. Hier war es nämlich ein bisschen schwerer. Die Bomber muss man aufpassen. Also ich vermute mal, es sind solche Bomber. Weil die können einem nämlich ganz schön viel Leben ziehen. Mein Umzug ist fertig, aber ich habe halt noch ein paar Möbel nicht. Jetzt kommt das Drecksviech wieder. Aua. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hilfe! Was soll denn das? Man muss echt aufpassen. Die explodieren nicht, aber die verletzen einen so stark irgendwie. Deswegen nenne ich die auch Bomber, weil die Bomber immer die üblen waren. Oh oh, da muss ich jetzt aufpassen. Ich gebe mir mal schnell eine Potion. Die habe ich vorher nicht gebraucht. Vorher war ich besser, verdammt. Aber den letzten hier noch. Wenn ich nicht kontern kann oder zurückspringen kann, das nervt ein bisschen. Aber das kommt noch. Halt, meine Fähigkeiten kann ich bestimmt schon aktivieren wieder. Schnell. Nee, überhaupt nicht. Also bisher noch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der schwerer ist. Ich finde ihn momentan sehr leicht durch die Kombo-Möglichkeiten, die du hast. Aber es könnte auch nur momentan so sein. Vielleicht wird es noch schwerer. Und hier heißt wieder, erreiche den Gipfel. Das ist so komisch. Ach so, jetzt sind wir hier. Ah, ich habe es geschnallt. Okay. Das heißt, wir hätten anders gehen können. Hier kommen wir nur wieder dahin, wo wir schon mal waren. Ah, okay. Ja, ich finde, es erinnert mich irgendwie an das von Mario, diese komische Blume da, die immer frisst. Diese Piranha oder so heißen die doch. Ja, es ist echt cool. Also mir gefällt das Spiel sehr gut. Es gibt viele, die haben geschrieben, sie sind enttäuscht von dem Spiel, aber ich könnte jetzt nichts Schlechtes sagen, aber ich bin auch noch ganz am Anfang. Dann gehen wir da lang. Und da sind wir von der anderen Seite gekommen. Jetzt frage ich mich, warum sind da so viele Steine? Das ist auffällig. Das fliegt bestimmt noch runter. Kiste. Was haben wir denn hier? Ah, dafür war's da. Haben wir hier unten irgendwas? Oh geil! Tja, das war's dann wohl. Jetzt haben wir die Untertassen.
finde den dritten Teil auch richtig cool. Irgendwie. Geht schon noch ein bisschen länger. Ich möchte ja ein bisschen weiterkommen dieses Mal. Okay, die Kiste haben wir. Da sind noch zwei Kisten. Schön. Also am besten immer alles kaputt machen. Bei Kingdom Hearts 3, weil dann kommen die versteckten Kisten. Und deswegen gibt es auch diese unterschiedlichen Wege, weil hier kommst du jetzt nicht mehr hoch. Das heißt, du musst jetzt hier wieder lang gehen. Und da hoch. Ah, da erkennt man das Ganze. Das ist sehr schlau. Gut, dass ich ein Mensch bin, der grundsätzlich gerne alles kaputt macht in einem Spiel. Jetzt hätte ich schon viele Kisten verpasst. Ja. Gibt's sowas auf der Duld überhaupt? Nee. Die Untertassen gibt's auf der Duld nicht. Aber es gibt sie auf Freizeitparks. This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Pegasus! Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family? Yeah. Dad's king of the gods. What? His father is a god, but doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No, Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Okay, Kisten haben wir hier alle abgecheckt. Wir gehen weiter. Jetzt kommt dann eh der Boss. Jetzt gucken wir mal schnell, ob wir in den Fertigkeiten noch irgendwas machen können. Mobilität, was sehe ich denn? 0 EP will eigentlich. Combo Plus. Ah. Oh. Autofinale. Luftcombo Plus. Oh. Charmeur MP hast. Brauche ich eigentlich noch nicht. Oh. Feuerboost MP hast. Kann er nicht machen, verdammt. Sag ich doch. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Der schaut mega gut aus. Ich find's blöd, dass ich da nicht rumswitchen kann. Ah doch, kann ich. Magischer Ring brauche ich eigentlich nicht. Fertigkeitenring. Erhöht die Magie und das FP-Maximum geringfügig. Ah, das sind die Wasserknöpfe. Schildgürtel haben wir auch nur da. Da brauchen wir okay, Fertigkeiten. So, da können wir nämlich jetzt noch was verteilen. Die Combo Plus brauche ich definitiv. Jetzt wird es noch einfacher. Jetzt können wir alles schön verteilen. Nee, das geht leider nicht.
Das ist leider nicht möglich. Was haben wir bei der Einstellung? Magie, Kurzbefehle, Set. Ah. Können wir so machen. Wasser, Potion, High Potion. Yeah. Jetzt haben wir wieder Kurzbefehle. Wir sind vorm Abgrund. Oder im Abgrund. Oh shit. Oh yeah. Das war knapp. Alter. Ich brauche doch noch die ganzen Kisten, die hier versteckt sind. Oh. Haben wir hier noch vielleicht eine Kiste oder so? Ah, das habe ich voll erwischt. Aber das tut mir gar nicht so weh. Ich dachte. Zum Glück. Aber hier Kisten, nö. Können wir gleich wieder hochgehen. Hallo Titan. Oh oh. Gut, dass ich das jetzt nicht machen muss. Nicht schlecht, Soda. Nicht schlecht. Das sind so viele diese Figuren, ne? Also ich verstehe es nicht, warum diese Puppen überall sind. Nee, konnte ich jetzt gar nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich die zerschlagen hätte können. Hab ich gar nicht ausprobiert. Ich verstehe das nicht. Die Puppen sind echt strange. Wir müssen da unten rein, da komme ich so nicht mehr hoch. Haben wir auch keine Kisten oder so? Nö. Okay, dann gehen wir weiter. Dun, dun, dun. Auch lang? Nee, sah jetzt bloß so aus. Dann gehen wir hier lang. Da kommt man hoch. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Keine Kisten. Aber diese Puppen, die sind so strange. Ich hätte gerne wieder den Jiminy, dass der mir sagt, ob ich alle Kisten hier gefunden habe oder nicht. Mach ich. Werde ihn killen. Schönes Gewitter am Start. Schaut auch mega geil aus. Oh yeah! Was ist denn das jetzt auf einmal? Alter! Ach du Scheiße, ich kann sowas überhaupt nicht. Warum muss man sowas genau machen? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja lustig. Voll die Kanone, ja. Aber mit den Kombos hast du halt übelste Angriffsfläche. Das macht es viel einfacher. Das sieht echt cool aus mit dem Gewitter hier. Das ist mega. Da haben wir wieder dieses komische Zeichen. Ich verstehe das nicht. Wenn ich dieses Zeichen noch hier überall schon sehe. Ich kann aber hier nichts machen.
verstehe es nicht. Verstehe ich echt nicht. Aber ich hoffe einfach mal, das kommt noch. Hallo Titan. Wie heißt denn der jetzt nochmal, dieser Stein-Titan? Ich weiß es gar nicht. Oh oh. Jetzt muss ich alleine gegen den kämpfen. Granitos, so heißt er. Nee, muss ich nicht. Haben wir hier irgendwo Kisten? Kiste versteckt? Jo. Oh oh, was fliegt denn da so rum? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist alles ein bisschen hoch groß für mich. Ach du Schande. Oh nein, 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 nein. Spring. Aua. Das hat wehgetan. Aua. Oh oh. Aua. Ist er schon besiegt oder was? Greife das andere Bein an. Ach so, ich dachte mir jetzt schon, es kann nicht sein. Es ist halt echt schlecht, wenn ich hier oben immer hänge. Alter, kriege ich jetzt endlich meine Potion oder was? Ja, genau. Ich finde es irgendwie kacke, weil ich hier voll festhänge. Okay, dann haben wir die Beine schon mal zerstört. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie... Nein! Feuerwerkzug. Zu Ego-Shooter-mäßig hier. Das kann ich alles nicht. Ich bin viel zu weit weg von meiner. Alter. Ist mir. Stirb! Ist ja nicht so, als hätte er noch eine ganze Leiste voll. Oh, 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 oh. Schon. Puh. Habe ich ihn jetzt besiegt? Alter, das ging aber schnell. Ich muss immer schauen, dass ich an meinem Mikro dran bleibe. Wenn ich hier so am Fighten bin, dann gehe ich immer weg. Keine Ahnung, seit wann ich auf Twitch unterwegs bin. Ich habe ja schon lange nichts mehr gestreamt. Schon eine Weile. They're not so tough by themselves. Allein sind sie gar nicht so stark. Okay, what's next? Hell yeah, haben wir besiegt.
Erreiche den Gipfel. Dann gehen wir doch mal den Gipfel hoch. Unten rum oder oben rum? Gehen wir mal oben rum. Wo haben wir dann hier keine Kiste? Okay, dann gehen wir weiter. Ich kriege übrigens nächste Woche meine Küche und ich freue mich mega drauf, weil das das erste Mal ist, dass ich jetzt meine Küche dann bei mir habe. Wie gesagt, mit dem Umzug bin ich schon ziemlich fertig. Mir fehlen halt nur... Also ich bin fertig mit dem Umzug, ich wohne schon länger da, aber ich habe halt noch nicht alle Möbel. Du musst nicht zuschauen. Kannst ruhig das machen, was du auch immer machen musst. Da haben wir wieder was. Oh yeah, wir sind beim Olymp. Okay, wenn du das kannst. Musst du aber nicht. Dann überspeichern wir das gleich mal. Haben wir hier auch einen Mogri am Start? Das wäre echt cool. Na? Volles Wolkenmeer hier. Schaut euch das an. Ist das nicht cool? Ich gehe ja davon aus, dass wir jetzt kurz vorm Bossfight sind. Mir gefällt es auch richtig gut. Ach du Scheiße, ich habe hier nichts mehr. Das ist schlecht. Wer knallt denn da die ganzen Potions raus? Kein Mogri am Start, das ist echt blöd. Ja, nee, keine Ahnung, Kingdom Hearts 3 hat schon seine Besonderheiten. Ich meine, Kingdom Hearts 1 und 2 war auch cool, aber du merkst halt, die Technologie wird immer besser, die dahinter steckt. Nee, ich glaube nicht, dass das der Boss war. Wäre viel zu einfach gewesen und es gibt auch noch mehr Titanen. Ich glaube, es gibt 3 Stück oder 4. In dem Olymp. Is this Olympus? Gosh, it's amazing. Yeah. Oh, whoa! That sounds fair. Nope. Oh shit. Hell yeah. Oh oh. Die sind ja komisch. Wow. Oh scheiße. Alter, wie soll man denn gegen die kämpfen können? Ach du Scheiße, ich geh gleich drauf. Was bin ich denn jetzt? Was bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwas Schwarzes. Was geht ab? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin ein schwarzes Sora. Das ging ab. Multifokus. Guck mal, das lassen dich mehrere Gegner auf einmal, oder? Ins Visier nehmen und eine ganze Salve von Geschossen auf sie abfeuern. L oder R, um die Gegner deiner Wahl ins Visier zu nehmen und drücke dann X, um die Multifokus-Attacke zu entfesseln. Krass, aber warum bin ich denn so schwarz? Das ist doch komisch, oder? Schau mal an, wie crazy die ausschaut. Das schaut richtig böse aus. Aber das sind die Fokussachen. Kiste. Schauen wir mal, was das für eine Attacke wäre.
Ach so, der tötet sich selber. Das ist schlecht. Da opfere ich also mein Leben, um eine Attacke zu machen. Ja, ich bin immer übelst schnell, wenn ich in irgendeiner Form bin. Das hat die Form so an sich. Oder haben die Formen so an sich, aber... Die ist ja krank. Ich würde fast sagen, es kommt von dem herzlosen Zora. Aber da fehlt mir so die Grundgeschichte ein bisschen dazu. Ich habe ja nicht alle Spiele gespielt, das habe ich schon erwähnt. Ich bin eigentlich eher der Kingdom Hearts 1, 2 und 3 Mensch. Die sind mir die liebsten gewesen. Ich bin nicht so der Handhelden-Spieler. Das fand ich so traurig, dass die Spiele alle als Handhelden rauskamen. Also Handhelden-Ableger, keine Ahnung, was rauskamen. Aber jetzt kann man es ja auf der Konsole auch spielen. Werde ich auch noch machen, aber habe ich bisher noch nicht getan. Noch nicht wirklich zumindest. Hab schon ein paar immer wieder gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt, weil mir das irgendwie zu langweilig war. Auf dem Handhelden. Da komme ich ja nirgendwo rein, oder? Die Tür ist ja verschlossen, also gehen wir doch gleich mal so. Kiste! Hey! Oh, Riet. Kann ich da irgendwie runterfallen? Ah, da komme ich gar nicht lang. Okay. Dann düsen wir die Treppe hoch, würde ich sagen. Oh yeah. Das Monaut. Ah, okay, das ist das Ding. Runtergefallen. Das ist doch blöd. Das ist ja doof. Das finde ich ja total blöd, dass man da immer runterfallen kann. Habe ich wieder Fokus. Jetzt muss ich mal kurz was checken. Und wieder bin ich runtergefallen. Erstens mal frage ich mich, was das hier ist. Das sieht so donnermäßig aus. Kann man das irgendwie aktivieren, wenn man Donner kann? Gute Frage. Da muss ich echt noch drüber nachdenken. Also, heißt es überhaupt Donner oder heißt es Blitz? Blitz. Wie heißt denn das, die Magie? Kannst ja spielen. Hast ja eine Playstation. Halt, warte mal. Ich wollte jetzt was anderes gucken. Da muss ich jetzt nochmal kurz schnell runter. Blitzra, genau. Blitz. Blitz heißt es dann. Da kommt Blitzra und dann Blitzka. Komm ich denn da nicht hin? Da hoch? Komme ich nicht drauf, deswegen. Ah, okay. Dann gehen wir weiter. Korridore. Gleich mal speichern. Schauen wir mal. Kiste! Kiste, Kiste, Kiste. Yeah. Yeah. Karte. Ja. Stimmt.
Das ist ja cool. Den muss ich killen wieder. Jetzt warte mal. Machen wir mal jetzt Fokus. Das gab's durchaus schon mal. Das hatten wir schon mal. Ja, aber das gab's, also diese Fokus-Sache, die gab's schon früher. Aber wieder dieses doofe Ding. Komm ich denn da hin? Hab schon wieder die Befürchtung, dass ich hier einiges auslasse. Und das nervt mich ein bisschen. Kann ich dann von der anderen Seite hin? Kann es sein? Nee. Was ist denn hier oben? Ein Stier. Hä? Muss ich das kapieren? Ich glaube nicht. Das gibt's doch nicht. Wofür ist denn es da? Da muss doch irgendwo eine Kiste versteckt sein. Kann mir doch keiner erzählen. Das mit dem Schiff ist echt cool, ja. Komisch. Kommen wir denn da hin? Nee, das, ich weiß noch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, das war, weil ich kurz vorm Sterben war. Eine spezielle Form. So eine Berserker-Form, glaube ich, oder irgendwie sowas. Da gibt es so viele unterschiedliche Kombos, das ist doch krank. Jetzt muss ich aber glatt nochmal runter gucken, kurz. Was da unten denn war. Genau, Rage. Doch, Rage. Nee, in... Ja, das ist aber was anderes. Das wäre Trance, was du meinst, glaube ich. Das ist aber was anderes. Ja, das ist Trance. Trance war immer so ein spezieller Balken dabei. Da von einer Combo in die nächste, das ist doch krank. Ich meine, es rettet einem schon echt das Leben, aber... Das ist schon echt heftig, was da abgeht. Da haben wir ein Licht. Was ist denn da überall? Also wo soll ich denn jetzt hingehen? Überall siehst du was anderes. Entlangschlittern, Herausforderung. Während entlangschlittern musst du dich gegen Gegner verteidigen. Neige L, um die Zielmarkierung zu bewegen und drücke dann R2 oder um... Dann probieren wir das mal.
Oh shit. Aua. Ja, habe ich das jetzt? Habe ich jetzt nicht so ganz geschnallt. Mein Gott, da stirbst du doch. Wie soll denn das gehen? Das habe ich noch nicht so ganz. Ah, ich wollte nicht fortsetzen, verdammte Scheiße. Ich wollte laden. Egal. Das erste Mal gestorben bei einer Kack-Mini-Scheiße. Ja, das ist mir klar, dass ich sie abschießen muss, aber so einfach ist es nicht, wenn da auf einmal irgendwoher so Spieße kommen, die dich aufspießen. Woran liegt denn das? Das kann doch nicht sein, dass es so schwer ist. Das machen wir jetzt nochmal. Hat der das jetzt nicht gespeichert oder was? Das fand ich jetzt verdächtig, dass ich die Kiste nochmal öffnen kann, wie als wäre das alles weg, wo wir gerade waren. Aber jetzt machen wir erstmal die kleine Mission hier auf der Seite und dann düsen wir weiter. Ich sage ja, das kann noch länger dauern. Danach speichern wir nochmal, weil ich habe keine Lust, dass ich hier 100 Mal gegen dieselben Viecher kämpfen muss. So, dann einmal kurz speichern. Wir sind ja nicht mehr doof. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Wir speichern jetzt schnell, dann machen wir die Kack-Mission und ich hoffe, ich schaffe sie jetzt beim zweiten Mal. Komm schon. War ja noch nicht das Problem hier. Das ist doch kacke hier. Alter, das ist schon hart hier. Okay, jetzt sind wir beim Wolkengrat. Das ist doch... Wie willst du dich da... auskennen noch, wenn da 5000 unterschiedliche Wege sind. Das hältst du doch nicht aus. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass man so viele unterschiedliche Wege hat. Da verlierst du doch irgendwann einen Überblick, wo irgendwelche Kisten sind. Du musst ja 100 Stunden rummarschieren, dass du überhaupt einmal alle Kisten zusammen hast. Haben wir wieder so ein Ding. Eieiei. Da bin ich ja gespannt, was das mal wird. Wo kommen wir denn da hin? Okay. Jetzt check ich's. Das war eine Sackgasse. Ja, von vorne ist immer schwierig. Ah,
Böses Ding. Diese Bogenschützen, ne? Die sind echt übel. Die nerven. Da sind wir durch. Weiter geht's. Was ist denn das? Here's our ticket up. Okay. Windschritt. Während du mit einer Multifokus-Thema... Aha, okay. Drücken. Okay. How are we supposed to get up there? We'll have to climb up. Wir holen uns mal kurz noch Fokus. Zumindest wollte ich mir noch Fokus holen, aber jetzt ist keiner mehr da. Da könnten wir hoch. Schau ich bloß kurz noch ganz schnell, ob ich hier irgendwie noch eine Kiste finde. So Kisten befreit hier überall. Keine Kiste am Start. Okay, dann schauen wir mal. Ach so, stimmt. Maybe you can use that rubble like stepping stones. Das schnalle ich jetzt nicht so ganz. Gehen wir mal nochmal hoch. Von oben hat man einen besseren Blick. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht Stück für Stück den Fokus aktivieren, aber ich glaube, ich muss wirklich nicht. Das gibt's doch nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Ich sollte mir vielleicht nächstes Mal durchlesen, was da steht, wenn da was steht. Maybe you can use that rubble like stepping stone. Was ist denn das hier eigentlich? Wofür ist denn das da? Was will ich denn hier oben eigentlich überhaupt? Muss ich da rauf irgendwie? Ich check's nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ach so, das ist viel einfacher als ich dachte. Du musst eigentlich nur das Ding markieren, wo du ganz hoch willst, und dann nimmt er die Dinger und springt da hoch. Toll. So einfach kann's gehen. Oh, oh, da ist der nächste Titan. Habt ihr ihn gesehen? Hallo, 5 Zuschauer. Hallo an alle, die noch dazugekommen sind. Da haben wir schon den nächsten Titan, der auf uns wartet, mit seinem Tornado-Freund. Mir aber nicht so lieb irgendwie. Fischerding, wir haben alle das Gleiche. Mm.
Ich hätte ja gern mal wieder einen Mowgli oder so. Habe ich jetzt vorhin gespeichert? Ich glaube ja, wir speichern trotzdem nochmal. Nur zur Sicherheit. Boah, ey, das sind ganz schön viele Zwischengegner, die man hier hat. Du brauchst echt lang, bis du durch die Welt durch bist. Hätte ich nicht gedacht. Außer, das ist vielleicht der Endboss. Das kann natürlich gut möglich sein. I swear to you, Hades, when I get out of it. No. I'm the one giving orders now, Bolt Boy. Don't get too comfortable, Hades! Huh? Huh? We're gonna stop you! What? Yeah! Also sind es 4 Titanen insgesamt. Donald! Goofy! It's on! Yeah! Muss ich jetzt gegen 3 gleichzeitig kämpfen? Oh yeah! Das wird so cool! Ich gehe sowas von drauf. Alter. Alter. Aua, hab mich voll erwischt. Aha, okay. Okay, der ist jetzt voller Feuer. Ah, jetzt kann ich angreifen, okay. Oh oh, weg hier. Ich gehe sowas von drauf. Alter, ich wäre beinahe gestorben. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich habe zu wenig Fokus, um da wieder hochzukommen. Es ist echt schwierig, hier was zu erkennen. Uiuiuiui. Ist dann mal Zeit, dass ich echt einen besiege hier. Kann ich deren Beine eigentlich auch killen? Nee, oder? Die gehen immer nur auf die Köpfe, okay. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, jetzt läuft es ganz gut. Hilfe! Einfach immer rumspringen, das ist das Wichtigste. Dann kann ich schon hier oben stehen. Ich erwische diesen blöden Eispenner nicht. Ich möchte den als erstes besiegen. Aber wenn du den nicht erwischt, das ist echt doof. Hier. Danke. Jawohl.
jetzt ist der auf jeden Fall weg. Der ist dann. Der erste ist besiegt. Aua, das hat weh getan. So geht's doch viel schneller hier. Weg von hier. Glück gehabt. Magiekarussell. Drücke X, wenn der größer werdende Ring aus Licht mit dem äußeren Kreis überlappt, um Gegner in die Luft zu schleudern und ihnen massiven Schaden zuzufügen. Um das Karussell schneller anzutreiben und einen Kombo-Punkte-Bonus als Belohnung zu erhalten. Okay. Wenn der größer werdende Ring aus Licht mit dem äußeren Kreis überlappt, um Gegner in die... Okay, ich hab's zwar nicht kapiert, aber wir probieren es aus. Woher soll ich jetzt... Ich hab's langsam. Habe ich jetzt nicht gecheckt. Sterbe ich gleich. That was close. Jetzt hat aber. Was war denn das jetzt? Okay, die zwei habe ich gekillt. Jetzt kommt nur noch der dritte. Hell yeah, ich bin in den Wolken. Oh oh, das schaut nicht gut aus. Alter, Hilfe! Was ich nicht so ganz kapiert, ja. Ich laufe die ganze Zeit, egal was ich mache. Das ist durchgehend so. Muss ich mal schauen, dass ich irgendwie nach innen laufen kann. In seine Richtung. Autsch. Die stehen alle nur da wie dumm. Was ist denn los mit denen? Können die mehr angreifen jetzt hier? Was macht er denn jetzt? Alter, der hat mich eingesaugt. Ich check's nicht gerade. Was kann ich denn hier machen? Ich check's nicht. Normalerweise kann ich doch viel schneller fliegen. Ich kann keinen Fokus einsetzen hier. Herzkönig. Eieiei. Ei, ei.
Ich hab's jetzt nicht geschnallt, was der von mir will. Das habe ich echt nicht kapiert. Ich hab's nicht kapiert. Hallo, Manny Max. Schön, dass du da bist. Eieiei. Aber ich weiß schnallt immer noch nicht, wie wir den besiegen können. Ich hab den gerade zurückgekickt, oder? Kann das sein? Da kann ich nichts anvisieren. Jetzt pass mal auf hier. Ich hab's echt nicht kapiert bis jetzt. Genau. Soll ich dazu noch irgendwas sagen jetzt hier? Thank you. Das ist echt nicht schwer, aber wenn du nicht kapierst, um was es geht, kommst du auch nicht. Hilfe, ich check's nicht. Muss ich denn das... Wer bitte versteht, was sie damit sich gedacht haben? Also ich versteh's echt nicht. Mein Gott, echt. Was für eine Scheiße, ey. Schnallst du nicht. Du schnallst es einfach nicht. Wie willst du das bitte schnallen? Ich kann ihn nicht angreifen, oder wie? Ich habe keinen Fokus mehr. Check's wieder nicht. Ich verstehe den Boss einfach nicht. Das ist mein Problem. Ich verstehe einfach nicht, was ich mit dem anfangen soll. Jetzt hat er aber. Ah, jetzt habe ich es abgebrochen, ich Idiot. Das war jetzt doof. Na dann, wenigstens habe ich noch Alter. Das ist doch mal was. Jetzt gehe ich gleich wieder drauf. Hm.
Ah, das war doof. Ich erwische ihn nicht. Ich verstehe den Boss nicht. Ich verstehe ihn nicht. Wutform, so heißt die. Oh shit. Jetzt habe ich mir mein Leben geraubt, ohne dass es mir was gebracht hätte. Ich habe echt noch nicht so ganz kapiert. Ich hab's noch nicht geschnallt. Mein Gott, der scheiß Boss, der kotzt mich langsam echt an. Wenn du nicht mal hinkommst zum Angreifen, wie willst du denn da irgendwas machen können? Das ist doch ein Witz. Ein absoluter Witz. Stirb doch endlich. Das war knapp. Ich habe ihn nicht kapiert, aber ich habe es geschafft. Juhu! Der war schon ein bisschen härter, muss ich sagen. Aber jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, boah, das ist knallhart. Wir haben es echt geschafft. Erstmal ausatmen. Wieso sollte ich? Das ist hier voll der Beschiss, wenn ich Google frage. Ich mache das selber, eigenständig, mit eigener Kraft. Jetzt kommt er auch wieder. Uh-oh, now it's all four of them. Alter. So what? There are four of us too. Actually, I think I can make it five. No! Thank you, my boy. Yeah! Now watch your old man work. Tschüss, Titanen. Supernova. Wait, yes! I can't believe it! I put 18 years into that plan and you ruined it! I really don't like you. Und vielen Dank für den Riku. Just give it up already. You'll never beat Herc, no matter how many times you try. Yeah, stay in the underworld where you belong. You have the time of your afterlife. Enough already! I did not come this far to be ridiculed by Zeus, high and mighty, his little sunspot, and a trio of clowns! You know what? I'll just go ahead and destroy you! Hades! Hat mich sehr, sehr gefreut. The exit is that way. Hold on. I almost forgot. That one's for trying to wreck Thebes. You'll pay for this! I have a very, very long memory. I can still dunk your little nutmeg in a river of death! Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? I'm
found your family. I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most. And that life would be empty. Oh. I finally know where I belong. Oh, so ein Süßer. Sora, we never got back to your question. Can I help? It's okay. I think I'm meant to figure it out for myself. I'll find my strength the way you found yours. Something to fight for, with all my heart. I guess you did have the answer. Well, you've got heart, Sora. Just keep at it, and I know you'll be stronger than ever. Yes, I might even end up stronger than you are. There he goes again. Yeehaw. Heldenwiege, ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff. Helden sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können eine sogenannte Formänderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigene Formänderung. Lässt sich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du eine... Okay. So, das Aussehen ändert sich entsprechend und erhältst Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Die du erhältst, sind in der Lage... Achso, das haben wir schon gelesen. Ja, cool. Konterschild. Kann sich per Formänderung Konterschild halte, Viereck gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist. Okay. Das ist ja interessant. Teamarbeit 50. Krass. Are you sure this box with the Book of Prophecies is for reals? I think that Dingbat in Black was pulling your leg. Be quiet and dig, you imbecile. I must find that Book of Prophecies and make it my own. His was the only clue we have. We cannot afford to dismiss it without a thorough investigation. I'm just saying a shot in the dark ain't gonna get us any closer to... Whoa! What is it? Have you found something? Show it to me at once, fool! Yes, sir, easy. This has got to be that Pandora's box Hades mentioned. Leave it. What? After all that digging? That is not the box which I desire. We are finished with this world. Was ist das dann? No. May your heart. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Wofür ist die Kiste wohl da? Kann ich sie mir vielleicht holen oder hat es der andere jetzt geschnappt? Dark World, das Reich der Dunkelheit. Okay. Hallo, die Kuh. What's wrong, Riku? Are you tired? Do you need a break? We can stop. No, just... I've been here.
I should know this place. But that all seems like another life. Well, gee, think of all you've seen. All the feelings you've felt. Why, you've done years of growing in almost no time at all. I remember my first time here. I was so scared. But now my doubts and fears are gone. If anything, I feel exhilarated. And it's not because there's darkness in me. I know too well what that rush is like. This is different. And it's not adrenaline either. I know Aqua needs us, but I'm ready. I'm in control now. Maybe it's because you're with me this time. Mm-mm. It's not me. I think it's because you finally found inside you that special strength to protect what matters. What? Sometimes you care so much for somebody that other feelings disappear. And then there's no room for fear or doubt. Is that it? Strength to protect what matters. It reminds me of a promise I made. To who? Just someone I once met. Can't tell. Sounds like a good memory. Yeah. While we're reminiscing, Mickey, does any of this look familiar? Sort of. But the realm of darkness has changed since I was here with Aqua. Yeah, it's different from what I remember. Usually, I'd just follow my heart, and Aqua would show me the way. But the closer I get, the hazier our connection feels. You mean... Maybe. But we can't give up hope. Yeah. Uh-oh. Das kommt mir doch bekannt vor. This beach. It's gone. Huh? I'm positive Aqua was here. But now, her trail's gone dim. I've been here too. With Sora. Really? This is where we found our way back to the Realm of Light. Hey, maybe Aqua did too. Aqua... has fallen into an even darker abyss. Somewhere I can't see her. And I don't think we're equipped to dive any deeper than we already are. So then... Oh no! What? Riku, be careful. Even the least threatening Heartless are stronger in this realm. I got it. Muss ich jetzt kämpfen? Mit Riku? Oh oh. Oh oh. Riku, come on! Geil. Sorry. Take this! Das ist ja cool. Das ist doch mal schön, wenn man so viel Macht hat. Oh oh. Yeah.
Oh shit. Wieso sind die denn so stark, sag mal? Komm schon. Aua. Sorry. Gotcha. Okay. Das war's. Die sind so riesig. It's not over. Be careful. Nee, doch nicht. Oh. Nein. Jetzt ist er weg. What? Because somebody needs me. Who are you? Riku? Okay. Wake up! Riku! Are you okay? Where'd the Heartless go? I got more than half of them, and the rest vanished. But they spit you out first. Thanks. I owe you. I know you feel invincible, but we're not. Are you all right, Mickey? Yeah, thanks to the new gear. But your Keyblade... Oh. Oh. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? I think we need to go back to Master Yen's Hit's tower so we can regroup. Hmm. But Aqua's still down here alone. Facing enemies like that. I know. What if she's feeling as scared and alone as I felt the first time I came here? How long are we supposed to keep her waiting in this awful place? But Aqua, she's like Sora. What? No. Strong like Sora. Oh. Okay. Good. Then I guess she's gonna be all right. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? Interessant. Ich will in die nächste Welt. Ich will in die nächste Welt. Was denkt ihr, was für eine Welt jetzt kommt? Ich weiß es gar nicht. Hoffentlich können wir endlich mal Bilder oder irgendwas machen. Diese komischen Mickey-Maus-Zeichen da. Ich muss damit irgendwas anfangen können. Der mystische Turm.
Hoffentlich ist das jetzt nicht die nächste Welt. I see. You could not regain your strength. No biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. It can't be gone forever. Maybe something'll trigger it real soon. Like what exactly? I know. How about a bunch on the head? Hey! Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait, you think so too? Whenever you are in need, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Whoa! Huh? We're back, Master! Whoa! Oh! Wow! You guys are all here! We were here before, but you didn't wait! Your Majesty! Hey there, fellas! So, what have you three been up to? We were visiting... We went to Olympus to visit Hercules! And to figure out how to get all of Sora's lost powers back! But it was a big disappointment! Oh, what a shame. But, honestly... We didn't fare any better. Did you manage to figure out where Aqua is? 'Cause Master Yen Sid said that's why you fellas left. Even a hint? Come Ciao, on! Danke, dass du da Can warst. I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited. But that's where her trail ends. Meaning? All traces of her vanish into the great abyss. Beneath the realm of darkness. She's gone? No. Sora was dragged into the abyss during his exam. And I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden, and Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua... She's gonna be the key to finding all three. Yes, their teacher, Master Ericus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. I'll save her. But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Sora, you must focus on regaining your lost power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first... We got hit pretty hard in the realm of darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So... We're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they?
Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. We got them! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bother me like that. I think I'd consider it. Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? Oh, yeah. A gift from the good fairies. I knew you'd come through for me! Thanks! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chip and Dale inside. Cool. Okay! Happy now? Yep. Now, you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back. Yeah. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Huh? Okay. That is a heart binder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go! May your heart be your guiding key. See? Jetzt haben sie aufgepasst, ob er es wirklich immer sagt. Weil es ihnen nie aufgefallen ist. Nur Goofy wusste es. Hell yeah. Da ist der Jiminy auch wieder da. Schön. Hoffentlich kommt jetzt das mit diesen Mickey-Maus-Zeichen. Aber es zieht sich schon lang, bis dass man in der nächsten Welt ist. Also das muss ich schon sagen. Okay. Round two! Oh, come on, when you get serious? Give me a break, okay? I told you, these things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? It's coming from you, Sora! Huh? Oh. Ah, ja, der hat so ein neues Outfit. Stimmt. Yay. What's this? Er hat ein Handy bekommen. No, magic stamp. But I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up. Huh? Dale? Hey, Chipper, I finally got him. Hurry up, Chip. Well, it's about time. Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Jensen to make sure you got this gummy phone we made ya, so we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures. Yay! Oh, you finally finished it. Say, with this gummy phone, we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow! Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This! Back when you and Riku quested through the sleeping worlds, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you! Ansem's code! Mm-hmm! We've been working our tails off trying to crack it and see what it says! The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh, I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here too. Alias, whatever's between you and Roxas, it's in the past. Sora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby recompleting us. We cast off our hearts by choice, make no mistake, but we didn't
know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them! Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the Heart. Exactly the same as we were before all of this began. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Sora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't? Gorge! You don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. I think it's Roxas's. Just like Naminé is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But the idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. We'll keep investigating based on your hypothesis. I'll be in touch. Okie dokie. We'll give you fellows a ring if there's anything else. Remember, me and Chip, the guys at Radiant Garden, and King Nikki and everybody are never far away. And Jiminy, would you do us a favor? Teach Sora how to use the dummy phone? Leave it to me. Yeah. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Sora. That's what Master Yen Sid said. Oh, that's easy. Yay. Auf geht's. Zehn Minuten spielen wir noch und dann hören wir auf. Okay. Beschleunigen. Ja, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Oh, wow. Halt, stopp. Kann ich den umdrehen irgendwie? Eieiei. Das ist mir aber ein bisschen zu fast. Ich komme irgendwie mit der Steuerung gerade noch nicht so klar. So ganz geschnallt irgendwie. Du musst jetzt nicht zu allem, was da anfällt,
einen Namen für mich erfinden, sonst bist du irgendwann nicht mehr fertig. Oh, ist aber nicht so gut, eigentlich. Hä? Warum hat es mich jetzt rausgehauen? Warum knallt er mich jetzt hier raus? Das sind jetzt unterschiedliche Wege, die man da flitzen kann. Verstehe ich das so Schlossknacken-Prinzip. Jetzt brauche ich nur noch das da oben. Was hat er denn? Bin ich ja gespannt, was da jetzt drin ist. Jetzt haben wir es. Ah. Ich verstehe nur gerade nicht, wo ich denn hinreisen kann, weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich fliegen kann. Ist jetzt vollkommen offen. Kann es sein, dass es jetzt ziemlich offen ist hier? Also was ist denn mit der Steuerung los? Manchmal dreht er sich um einfach. Oder ist es immer nur ein Ziel? Bauplanfragmente. Ah, das war ja klar, dass wir da jetzt hin düsen. Das tun wir auch jetzt.
Ich hab so Hunger. Was habt ihr heute alles gegessen? Es dauert immer wieder ewig, weil die Story erstmal kommt. Da war ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr in Twilight Town. Gorge, we forgot to fill Master Yen Sid in on what happened. Should we go back? Erdbeeren zum Frühstück, das hört sich doch gut an. You mean about Maleficent and Zigbar? No, the others have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? The three of us know how to handle a couple of old adversaries, right? Yeah, I guess. But doesn't that thing Pete said bother you? The black box? Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Well, I don't know. Oh, cool! The trams are still here! Sora, it hasn't been that long. Feels like it. Maybe you're feeling what Roxas feels because he misses home. Mm-hmm. Actually, I ran into Roxas in the Sleeping Worlds. It was like seeing into his heart for the first time. And he was in the data skin, too. Uh-huh. Mm-hmm. It was a test to see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like that? Having no one to turn to was the worst kind of hurt, but that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. It sounds like Dinosaur again. Of course. Any Sora's still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place. Roxas, I'm gonna find you. Huh? What is that? Nobody's! Beschwört so der magische Manifestationen seiner Freunde herbei, die ihm im Kampf zur Seite stehen. Oh. Volle MP-Leiste, die beim Einsatz des Kommandos vollständig aufgebraucht wird. Okay. Mehr und mehr mit Luft zu füllen. Drücke dann X, um auf einen Schlag die Luft abzulassen, davon angetrieben in die Gegner zu rasen. 100 Mieze. Oh yeah. Wie viel kann ich denn aufblasen eigentlich? Kann, so wie sonst immer.
ziehen wir doch die ganzen Viecher mal durch den Dreck hier. Yeah. Wie viele sind denn hier noch da, sag mal? Dass die jetzt schon da sind? Lass mal die Kiste holen. Dann haben wir die Karte. Ich kann da echt hochlaufen? Nee. Wir machen alles kaputt. Cool, jetzt sind wir am Dach oben. Das ist ja mega. Ich wusste gar nicht, dass da noch einer da ist. Hupsi. What was that voice? I know I heard it. I didn't hear it. You sure it wasn't the wind? Or something else? I'm pretty sure. Where'd they come from? Get the ice cream later! What? Hold up! See? Voices! New ones? What? Painter? Pence? Olette? What is that? Yeah. Hey, Sora! Hello, goodbye! Go! We got this! Oh yeah! Alter, haben die viele. Aua. Ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Gut, häng dich auf. Ist ein bisschen buggy hier, finde ich. Endlich wieder in der zweiten Form. Keine Items mehr. Aber so ganz geschnallt habe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Das ist nicht so cool wie im Trailer, muss ich sagen. Aber vielleicht kommt ja das Coole noch. Wenn ich da so ewig lang drauf. Das ist total buggy hier. Das bringt ja überhaupt nichts. Das hat mir nichts gebracht. Gut.
etwas verwirrt, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was die von mir wollen. Das dauert ja ewig, bis ich mal fertig werde. Das ist doch nur Witz. Das war's jetzt. Aber wenigstens haben wir Vita gelernt. Das ist doch schon mal was. Juhu. Nice fighting. Thanks, Sora. Hayner, Pence, Olette. It's been ages. What? It hasn't been that long. Donald, Goofy, how are ya? We're good. Howdy there, Olette. So does this mean that weird stuff's going down again? You kidding, Pence? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? It's not weird. This is unprecedented. I guess it is. The creatures from the last time were bright white. These things must be new. Man, I can't wait to get to sleuthin'. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? That's funny. I don't know any Roxas, but the name sounds familiar. Maybe we bumped into him somewhere. That's one way to put it. Actually, he might have been friends with another version of you. Hmm? This photograph. Yeah, we've got the same one. Oh yeah, the other Twilight Town. It's like one of those spot the differences puzzles, except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora, let us help you track Roxas down. Really? Sure, he seems like a pretty cool guy. Yeah, so. Yeah, he is. Great, then let's all go ask around town. If alternate us knew Roxas, then maybe alternate other folks did too. Sora, you three should go to the place in the photo. It's the old mansion. The three of us will cover places in town. Thanks. Oh yeah, I got this phone thingy that takes pictures. Want to snap a photo while we're all here? Sure. That's a great idea. Ich darf ein Foto machen. Nee, doch nicht. Wait, who's taking it? Das ist ein Mokri hinten. Hey, tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Can you take the photograph? Everybody smile! Yep. Wow! That came out great! Oh, a lucky emblem! Lucky emblem? Oh yeah, they are huge right now. Supposedly, these things are hidden all over town. And if you get a picture of them, they'll bring you good luck. Cool! Wait, look guys! Is that... Yeah, you're right. I see it too. I knew it. Good luck, because they're not all this easy to find. Okay, we better start asking around. You start by checking out the old mansion. We'll catch up. Got it. Yay.
Fotografie. Let's see. I'm seriously good at ice cream. Nice. Yeah. You. We got more gummy blocks for you to choose from. Okay. Freudensplitter, Freudentropfen. Geht bei dem nichts. Flammenkerns sehen. Wasserkerns. Wie macht man ein Foto von den Items? Ich verstehe es nicht. Da gibt's so viel, worauf ich aufpassen muss. Das ist schon wieder übel. Aber ich find's cool, dass hier mal mehr Leute sind. Das war immer so ein kleines Problemchen. Weil da immer so wenig NPCs da waren. Schau, die sind sogar hier oben. Oh, Kiste! Kiste! Nein! Kiste! High Potion. Hell yeah. Irgendwann können wir die ganze Wand entlang gehen. Ich höre jetzt dann eher auf. Ich wollte bloß noch mal kurz ein bisschen rumgucken. Bin im Weg. Wer denn überhaupt? Ach so, der Film. Haha. Hey, cool. Seht euch meinen Schatten an. Oh, I can't bear to watch. Das ist ja cool. Yeah. Kalbfleisch. Oh, ich hätte voll Bock auf gebratene Nudeln mit Hühnchen. Grad. Is there some kind of block? Ich muss jetzt was essen. Ich hab echt Hunger. I don't know. Let's check it out. Oh yeah. Whoa! And the crowd goes wild! Okay. Cool. Interessant, da gibt's echt einiges, was hier los ist. Cool. Ich weiß immer noch nicht, wie man einen Flammenkern oder einen Wasserkern fotografiert. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt was zum Essen holen. Das steht fest. Genau, und das... Warum hat der jetzt gerade so geleuchtet? Naja. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, beziehungsweise dieser Stream. Er war jetzt doch ein bisschen länger. Und... wir sehen uns im nächsten Stream wieder oder im nächsten Video. Ich werde jetzt dann irgendwann versuchen, noch Stardew Valley aufzunehmen, aber ich kann es nicht versprechen. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Macht's gut, einen schönen Sonntag noch und wir sehen uns. Tschüssi!